Das Café Bartsche vor dem Justizpalast in Istanbul. Wieder einmal ist Erol Önderollo hier, trifft ein letztes Mal Freunde und Kollegen, bevor es vor Gericht geht. Önderollo ist Türkei-Korrespondent für Reporter ohne Grenzen seit gut 20 Jahren. Nun ist er innerhalb weniger Monate zum vierten Mal hier. Ihm wird Terrorpropaganda vorgeworfen. Heute will die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer halten. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft. I signed on the thousands of stories so far. I've never subject of any investigation, even investigation in my career. I think if today we are all subject of these prosecution, trials, massive trials against a human rights movement, I think that there is a clear intention to destroy human rights heritage in Turkey. Gemeinsam mit der Menschenrechtlerin Sebnem Korur Fincanci, dem Cumhuriyet-Kolumnisten Ahmet Nesin, Can Dündar und 38 anderen Journalisten beteiligt sich der ROG-Korrespondent im Mai 2016 an einer Solidaritätsaktion für die kurdische Zeitung Özgür Gündem. Diese wehrt sich bereits seit Jahren gegen Kriminalisierungsversuche der Behörden. Jeder Journalist übernimmt jeweils für einen Tag symbolisch die Leitung. Im August wird Özgür Gündem per Notstandsverordnung geschlossen. I just stand to the solidarity campaign to defend media pluralism and the existence of this pro-Kurdish newspaper. I have any notion of the content released this day in the newspaper, and I didn't contribute to any phases of the editorial process. Internationale Medien begleiten den Prozess. Reporter ohne Grenzen ist als Beobachter vor Ort, berichtet selbst live. Und wir sind heute hier, um unserem Vertreter in der Türkei, Erol Önderollo, beizustehen, solidarisch zu sein und als Prozessbeobachter auch zu zeigen, den Richtern, der Staatsanwaltschaft, dass wir diese Willkür nicht hinnehmen wollen. Öffentlichkeit als Waffe gegen ein undurchsichtiges Justizsystem. Bakirköy, das Frauengefängnis in Istanbul. Seit 6. Mai ist das die Adresse einer weiteren deutschen Journalistin, der sich Reporter ohne Grenzen angenommen hat. Meşalit Tulu. Ihr wird vorgeworfen, Mitglied einer illegalen Organisation zu sein. Sie hatte unter anderem beruflich Trauerfeiern von Oppositionellen besucht. Wir treffen ihre Rechtsanwältinnen. Kader Tonguç erzählt uns, Tolu habe dort für andere Medienvertreter als Übersetzerin gearbeitet. Meşale'nin eşi de kendisinden yaklaşık 2 ay önce tutuklandığı için 2 yaşındaki çocuklarına Meşale'yi yanına almak durumunda kaldı. Bir koğuş gibi bir yerde kalıyor. 14-15 kişiyle birlikte kalıyor. Bazı şeyleri içerideki dayanışmayla çözüyorlar. Diğer kadınların dayanışmasıyla çözmüş oluyorlar. Ama cezaevi olduğu için içeri girilecek nevresimdir, çocuğa dair ekstra bir şeydir. Hepsi ayrı ayrı sorun yaşayabiliyor bu tarz şeyler. Die freie Presse hat es nicht leicht in Erdogans Türkei. Aber es gibt sie noch. Cumhuriyet, eine der ältesten Zeitungen des Landes. 13 Kollegen sitzen zurzeit im Gefängnis. Der ehemalige Chefredakteur Can Dündar ist nach Deutschland ins Exil geflüchtet. Trotz alledem, Cumhuriyet erscheint noch immer, regelmäßig. We believe something for democracy, for freedom, for speech of freedom. This is our ideals and we fight for them, not only for ourselves, for all journalists, for all folks, all people who wants to be free and happy, let's say. Auf Einladung von Reporter ohne Grenzen sind auch internationale Korrespondenten mit zu Cumhuriyet gekommen. Ihnen berichtet Özcan, mit welchen Mitteln die Redaktion Kontakt zu ihren Kollegen im Gefängnis hält. Mit einer Anzeige in der eigenen Zeitung. Yes, this is not normal. But we, you can make journalism, but you can make journalism, but you have to know, you can pay a big price. Diesen hohen Preis zu bezahlen,
Dazu sind inzwischen immer weniger Menschen bereit. Hier auf dem Taksim-Platz fanden noch vor 4 Jahren große Demonstrationen statt, unter anderem gegen die Politik des damaligen Ministerpräsidenten Recep Erdogan. Von einer solchen Proteststimmung ist momentan nichts mehr zu spüren. İçeride ve dışarıdaki hem müvekkillerin hem gazetecilerin tamamı için dayanışma ve sürecin takipçisi olmasını bekliyoruz yani. We are now facing the final step of media pluralism in Turkey, and we should struggle more to prevent this policy to success. Önderollos Prozess wurde nach 10 Minuten vertagt. Auf den 26. Dezember, zweiter Weihnachtsfeiertag. Auch türkische Richter wissen, wie westliche Medienaufmerksamkeit funktioniert. Wir werden da sein, mit ihrer Hilfe.